Happy und willkommen zu einer neuen Folge Far Cry 4. Kann ich mit der Wumsweet? Nein. Was ist denn hier passiert? Warum? Wenn ich eine Spinne wäre, dann könnte ich mich abseilen. Waffen habe ich natürlich nicht. Spinne sein, weil sie schon eine ist. Oh, sie kriecht unter deine Haut. Ich komme aus dem Gefängnis. Ja, heute Nacht. Ja, Jesh und ich haben einen Weg gefunden, den Berg hinunter zu klettern. Wir müssen nur ein Seil und einen Kletterhaken auftreiben, damit wir uns von der Kante runterlassen können. Ich spüre, dass ich nicht mehr lange durchhalte. Wir müssen es heute Nacht tun, bevor uns dieser Ort zerstört. Wir warten, bis es Nacht ist und hoffen, dass wir an den Dämonen dort in den Gängen vorbeischleichen können. Dämonen? Du Scheiße. Ja, dann könnte ich runterklettern. Was zum? Wenn ich doch nur die Zeit zurückdrehe. Aber ist doch. Das Post, das diese Stadt in den Fels baute, war stark. Okay, ich muss tatsächlich erstmal. Alter, was ist denn? Das war eine große Zivilisation. Nicht der jeweilige Pöbel des heutigen Kyrat. Muss man Angst haben? Die Mauern sind dünn. Alter. Sie kommt durch die Mauern. Vogelesser. Der Käfig hat keine verschlossene Tür. Doch die Rakshasa warten auf dich. Das Spinnengift brennt stärker, wenn sie in der Nähe sind. Flüchte nicht aus deinem Käfig, kleiner Vogel. Sei ganz unauffällig, wenn es sein muss. Und blick nicht nach unten. Okay, Wie soll ich denn? Ich hab hier auch keine Map und so. Kann ich auch runterspringen? Einfach just for fun. Ich brauche. Seid auf alles gefasst. Da komme ich nicht lang. Aber. Wie soll ich denn einen Enterhaken? Vielleicht hier hinten? Ah, guck mal. Hier geht's auch weiter. Ich geh trotzdem mal in die Hocke. Alter. Oh Gott. Die wieder. Und ich habe meinen kleinen Helfer nicht dabei. Das sind also diese Dämonen, von denen die Rede war. Unsere alten Bekannten. Können wir nicht einfach den Drogentrip abwarten? Wie soll ich denn hier einen Enterhaken bauen, Alter? Womit? Gibt's ja nix. Ne? Zumindest finde ich hier nix. Ich brauch keine. Oh Gott. Naja. Oh, Spritzen habe ich immerhin. Aber ich kann mich halt. Kann mich zwar heilen. Aber mehr auch nicht. Oh, wow, eine Spritze hatte ich. Da muss ich hin, okay. Hallo? Kann ich den... Ich kann den Haken nicht nehmen. Jetzt, hä? Ich kann...
Irgendwie ist gerade buggy. Ich kann den Haken. Jetzt. Der ist da. Hab ich gesehen? Glaub nicht. Doch, natürlich. Und tschüss. Dinger. Voll Horrorspielmäßig jetzt gerade. Outlast 2.5. Ich glaube nicht, dass die hier draußen herkommen. So, wo soll ich jetzt hin? Hier? Ich hätte alles für ihn getan. Doch deine Mutter führte ihn in die Irre. Ich wollte ihn warnen, aber er hörte nicht. Und seine Liebe zu Ishmari hat ihn schließlich zerstört. Okay. Suchen wir mal das zweite Stück. Diese Dämonen, Alter. Irgendwas. Um mich zu verteidigen oder meinen Tiger oder was es immer war. Wäre sehr hilfreich hier. Denke ich. Oh Mann. Das ist doch nicht real hier. Das ist doch so ein Drogentrip. Der geht dann nicht weg, oder? Ich mag solche Missionen nicht mit diesem Drogeneinfluss. Weil ich da überhaupt nicht weiß, was ich machen soll. Da bestimmt, ne? Geh trotzdem erstmal hier lang. Vielleicht muss ich nämlich auch hier hin. Hier ist nämlich was rot. Okay, hier ist was rot, aber das bringt mir nichts. Muss wohl zu dem blauen da. Da muss ich bestimmt hin. Oder da wieder? Ja, da bestimmt. Da, wo der Tote da ist. Okay. Off. Oh. Wo ist denn lang? Denn da nicht lang. So, hier muss ich lang. So. Und jetzt? Hier habe ich ja nichts mehr, wo ich mich ranklimmen kann. Da. Aber da komme ich ja nicht hin. Da. Okay. Als er mehr und mehr verzweifelte, fand ich meine Berufung. Ich fand zu Kalinak. Warum kann ich da nicht hin? Besiege ich Rakshasa und werde neu geboren! Genau wie Kalinak damals! Und ich vollbringe... Ich will den Kaken nämlich lösen, den Kaken. Ich erschaffe eine große Gott. Zivilisation!
wir da eigentlich hin? Ich will den Haken nicht lösen, ich will darüber. Geht nicht. Das geht nicht. Komm nicht rüber. Aber ablassen will ich mich auch nicht. Kann ich vielleicht... Ah, kann bestimmt. Nein, das war nix. Tag off. Ich habe noch versucht, da den Enterhaken da ranzukriegen, aber... Das ist nervig hier. Grad. Solche Sachen mag ich ja, ey. Als er mehr und mehr verzweifelte, ja! Spring dran vorbei, du Depp. Oh, wie hohl. Wie hohl ist das Spiel manchmal, echt. Das ist doch scheiße, ist doch das. Boah. So. Ich fand zu Kalinak. Ja, ja, Kalinak. Sehr schön für Kalinak. Wenn ich Shangri-La erreiche, besiege ich Rakshasa. So, und jetzt? Werde neu geboren. Genau wie Kalinak. Damals. Komm doch gar nicht weit genug runter. Ah. Und ich vollbringe, woran Pagan scheiterte. Ich erschaffe eine große Zivilisation. Der ist kaputt. Oh Gott, wie weit denn? Dankeschön, Spiel. Alter. So, komme ich da hin? Okay, hier kann ich noch weiter. Spaßig. Ist ja schlimmer als aufwärts. Also solange keine Kackeinlagen mehr kommen. Tschüss. Arsch. Sag jetzt nicht, ich muss schon wieder. Nee, Gott sei Dank. War also geskriptet. Gut. Ja, lesen wir mal. Abreise verschieben. Wir müssen unseren Abstieg verschieben. Die Wärter haben mein Werkzeug gefunden und mitgenommen. Es muss jetzt in den Waffenkammer sein. In der Waffenkammer sein. Unter dem eingestürzten Glockenturm. Die lassen sie nie aus den Augen. Nicht mal eine Minute. Wir werden leichte Beute, wenn wir ohne unsere Waffen fliehen. Okay. Eingestürzter Glockenturm. Was mit euch? Hi. Hallo AJ. Tag. Helft mir mal hier raus. Was ist denn der eingestürzte Glockenturm? Ich sehe überhaupt keinen Glockenturm. Ja, das ist ja schön, aber eingestürzter Glockenturm. Wenn du erwischt wirst, kriegen wir nicht mehr. Wo soll ich denn hin? Oh, dass mir das Spiel doch nichts anzeigen kann, ne? Kann doch nicht Rätselraten machen, Mann. Hier ist auch nirgendwo ein Glockenturm. Da hängt einer
Okay, mein schon mal ein paar Wurfmesser. Die mir aber auch nichts bringen, weil ich auch gar nicht weiß, wo ich hin muss. Auch nichts hier. Da ist auch noch ein Hund. Ich habe doch noch eine Wache gesehen. Geh doch mal weg, Hund. Psst. Leise. Ich sehe auch nix, ne, hier manchmal. Gott, oh Gott, oh Gott. Drüben. Hier ist auch nichts. Wenigstens mal Muni oder eine Waffe. Oder sowas, ne? Aber hier mit drei so ein scheiß Wurfmesserchen. Was soll ich denn da anrichten? Ist einfach gar nichts, ne? In dem Kacknest. Ah. Immerhin etwas. Jedes dieser Miststücke ist mein persönliches Spielzeug. Das ist ja schön für dich. Oh, er da. Dem lege ich mich nicht an. Na wohl, eine Granate oder Molly? Könnte ihm schon zeigen, wo es lang geht, ne? Ich lass dich arbeiten, bis du verreckst, du Made. Ich mich beeile? Gut. So, aber von hier komme ich nicht weiter, ne? Nicht ohne gesehen zu werden. Ah, oh, der ist ja schon wieder. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Nein, nein. Hallo? Wer sieht mich denn da? Ich sehe halt niemanden. Geht weg. Ach fuck, ich muss mich ja wieder selbst heilen, ey. Nee, keine Chance. Das war doof. Nee, nee. Ah, ich hasse solche Missionen. Da ist ja einfach nichts hier, ne? Du hast einfach gar nichts. Oh. Okay. Immerhin habe ich jetzt Waffe. Das Problem ist, hier ist ein Kacknest. Ich muss erstmal einen Weg finden, hier zu entkommen. Die sind halt überall welche, ne? Ich muss Takedowns verwenden. Bei der Gelegenheit kann ich hier halt gleich plündern. Ich hätte halt gerne auch meine Muni und sowas alles. Oh Gott. Hehe. Jetzt also warten, bis der hier kommt oder so. Muss er hin? Hier rein? Da. Hallo? Nein, nein, die waren keine Schüsse. Okay, was will ich denn damit?
will das nicht. Gott. Das ist halt nicht meine Waffe, ne? Ah, von hinten. Sollte also doch mehr auf Köpfe zielen. Mehr Munition. Oh. Nein. Oh. Hehe. Ich habe jetzt eine bessere Waffe, aber mit wenig Munition. Nur noch Messer? Von da ist noch einer, oder? War da nicht noch mehr? Alter, was die aushalten, ne, mit ihrer verfickten Scheiße. Ich brauche auch sowas, was die anhaben. Ach Gott, nö. Hör auf, ey. So. Da muss ich hin. Zu nehmen. Oh Gott. Ist jetzt tot? Scheint so. Wo schießt hier noch einer? Jetzt ist er tot. Noch ein Dings stehen. Doch, da. Weiß ja nie. Komme ich natürlich nicht durch, ne? Doch. Komm ich. Ich lade mal nach. Man weiß ja nie. Ich glaube auch nicht, dass mir jetzt jemand folgen wird. Aber ich hoffe, dass mir niemand folgen wird. Problem ist, ich sehe hier nichts. Und was? Jetzt sind es auf einmal 355 Meter. Und ich sehe gar nichts mehr und komme auch nicht mehr voran. Was zum... Oh oh. Der Yeti. Der Yeti kommt und will mich töten. Uli, uli, und die Folge hat wieder Überlänge. Oder bringt er mich nach Kyrat? Scheint so, ne? Aber ist ja nice. Oh. Hey. Er ist wach. Herzlichen Glückwunsch. Du bist offiziell der größte Glückspilz, den ich kenne. Ich habe eine Woche im Feindgebiet nach dir gesucht. Und zum Glück fanden wir dich, bevor du erfroren bist. Wo ist Sabah?
Wahrscheinlich tut er das, was er am besten kann. Er sitzt im Dunkeln und betet zu toten Göttern, dass du sicher heimkehrst. Ich habe dich 3 Tage beobachtet, aber jetzt bist du wach und scheinst okay zu sein. Und ich muss zurück. Wir befinden uns immer noch im Krieg. Dann geh mal. Geh mit Gott, aber geh. Sabal hatte mit einer Sache recht. Der goldene Pfad braucht dich. Ich bin froh, dass ich dich habe. Habe ich jetzt meine Waffen und so wieder, oder? Also meine richtigen. Oder sind die jetzt alle immer noch weg? So, Mission beendet. Ich guck mal. Ah. Erstmal würde ich gerne halt sehen. Ich habe auf jeden Fall Sachen zum Verkaufen. Das behalte ich. Hab zwar nur 1. Nur Granaten zum Nachfüllen. Ich muss mal gucken. Ja, ist noch alles ausgerüstet. Okay. Dann ist ja gut. Bin ich beruhigt. Flammenwerfer könnte halt auch manchmal ganz nützlich sein, ne? Und wir haben keine Munition und so verbraucht anscheinend. Weil wir ja auch da... Ne, und so. Gut, dann geht's noch schnell nach Hause. Wir sind zu Hause. Dann war's das für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich tschüss, bye bye.